Guten Tag, ich begrüße Sie zur Veranstaltung Strukturierte und Objektorientierte Programmierung. Wir hatten in den letzten Wochen ja verschiedene Dinge schon gesehen. Ich hatte Ihnen eine Einführung gegeben, wie Programme prinzipiell ablaufen, also dass es so Sequenzen sind, dass es Wiederholungen gibt, dass es Verzweigungen gibt, über bedingte Anweisungen gesprochen, wir haben über Fallunterscheidungen gesprochen, mit Switch Case da. Bitte nochmal zu beachten und daran zu denken, dass sobald einer der Fälle, also einer der Cases angesprungen wurde, dann ab da der gesamte Anweisungsblock bis zum Ende vom Switch abgearbeitet wird, es sei denn, Sie schließen den Case mit einem Breakup oder einen späteren Case mit einem Breakup, dann wird der Anweisungsblock verlassen. Ja, das ist eine wichtige Eigenschaft, das hängt damit zusammen, dass ein Case nur eine Sprungmarke ist, eine benannte Sprungmarke und keinen eigenen Anweisungsblock definiert. Das also das eigentlich nur ein Name ist für eine Zeile, wo dann der Programmablauf hinspringen kann. Da hatten Sie im Praktikum gesehen, wie die Fassadumgebung aussieht, hatten schon die ersten Übungsaufgaben bearbeitet, Mini-Projekte bearbeitet. Denken Sie dran, diese Woche ist, wenn ich mich recht erinnere, Abgabeschluss für das Mini-Projekt. Nicht vergessen, versuchen Sie den Upload lieber ein paar Tage früher zu machen. Falls es technische Probleme gibt, können Sie sich dann immer noch an Herrn Hüninger wenden, der sich das dann anschauen kann. Gut, worum geht's heute? Heute machen wir noch so ein bisschen so eine etwas ruhigere inhaltliche Geschichte. Ich will Ihnen mal so einen Rundumschlag geben über die Datentypen, mit denen wir es zu tun haben, die primitiven Datentypen ein bisschen ausführlicher besprechen. So ein paar Effekte, die bei arithmetischen Operationen auftreten können, angucken, insbesondere im Zusammenhang mit Gleitkommazahlen. Dann wollen wir uns mal ein bisschen anschauen, wie Zeichenketten funktionieren, wie die ausgegeben werden, mit welchen Möglichkeiten oder welche Möglichkeiten wir dafür haben und wie Zeichenketten verglichen werden können. Dann wollen wir uns anschauen, was Zeichen sind und wie Zeichen funktionieren und einmal anschauen, welche eingebauten Java-Funktionen es gibt, die jetzt schon interessant sind, wie das prinzipiell funktioniert, bestimmte mathematische Operationen auszuführen, die jetzt nicht so offensichtlich selbst zu implementieren sind, wie beispielsweise Wurzeln ziehen oder potenzieren. Gut, ich werde das jetzt wieder auf dem Laptop machen und dabei aufzeichnen. Okay, Datentypen. Ich hatte ja in der letzten Veranstaltung die Datentypen, die in Java eingebaut sind, die primitiven Datentypen schon kurz angerissen. Ich will die jetzt nochmal ein bisschen klassifiziert durchgehen. Also als erstes haben wir die ganzen Zahlen. Byte mit minus 2 hoch 7 bis 2 hoch 7 minus 1. Short, das ist ein kleines S. Alle Schlüsselworte in Java werden klein geschrieben. Ja, also wir haben ausschließlich kleine Buchstaben. Es gibt keine Schlüsselworte, die große Buchstaben. Minus 2 hoch 15 bis 2 hoch 15 minus 1. Und dann wird es interessant, int mit minus 2 hoch 31 bis 2 hoch 31 minus 1 und long von minus 2 hoch 63 bis 2 hoch 63 minus 1. Da bewegen wir uns hier so im Größenordnungsbereich von minus 10 hoch 9 bis 10 hoch 9. Und hier so rund, das stimmt nicht ganz, das sind jetzt wirklich nur die Größenordnung von minus 10 hoch 18 bis 10 hoch 18. Ich hatte auch schon erläutert, dass wir Byte und Short eher nicht benutzen, dass das so Relikte sind aus Zeiten, wo man schmalere Adresse- und Datenbusse hatte
und wo Speicher beschränkt war. Es ist leicht vorstellbar, dass es billiger ist, nochmal 128 GB RAM in einen Server reinzustecken, als für sehr viele 1000 Euro und Personentage eine Anpassung an aktuelle Bedürfnisse vorzunehmen. Ja, deswegen verwenden wir eher nur Int und Long. Wenn wir uns jetzt Int angucken, das ist so ein Zahlenbereich von minus 2 Milliarden so etwa bis 2 Milliarden. Wie sieht es denn da aus? Fallen Ihnen jetzt so auf die Schnelle ein paar Beispiele ein, was damit zum Beispiel nicht abgebildet werden kann? Einfach so. Also zum Beispiel für den Bundeshaushalt wäre es im Bereich der negativen Zahlen in jedem Fall unzureichend. Bei den positiven glaube ich auch, glücklicherweise, aber das ist so ein Thema, ja. Also da würde man dann eher auf Long zurückgreifen. Eine Sache ist noch wichtig, wenn Sie im Quellcode direkt Zahlen aufschreiben, ich schreibe mir hier so ein Beispiel hin. Int x ist gleich 42. Dann ist diese 42 eine sogenannte Konstante. Die steht konstant im Quellcode drin. Wenn Sie eine Long-Zahl ohne eine konkrete Zuweisung auf einen, ohne eine konkrete Zuweisung auf eine Long-Variable verwenden wollen, also machen wir zum Beispiel sowas, if x kleiner als, sagen wir mal, 46.247.438.716. Und dann passiert irgendwas in dem Block, dann wird es nicht funktionieren, weil die Konstante zu groß ist. Das heißt, da müssen Sie ein L dahinter schreiben. Da wird direkt ein großes L hinten dran geschrieben. So einen ähnlichen Effekt werden wir bei anderen Zahlen oder bei anderen Datentypen gleich auch nochmal sehen. Also wenn Sie Long-Konstanten verwenden wollen im Quellcode, muss dahinter ein L stehen. Sonst wird es als Int interpretiert vom Compiler. Warum das auf der positiven Seite bis minus eine Zahl weniger ist, ist auch klar, weil wir die 0 haben. Also auf der negativen Seite haben wir immer den halben Wertebereich und auf der positiven Seite auch den halben Wertebereich, aber eben einschließlich der 0. Das ist für uns jetzt relativ intuitiv. Ja, so eine Zahl wie 42, das können wir uns gut vorstellen, weil wir im Dezimalsystem mit 10 Fingern arbeiten und denken können. Im Computer ist die Darstellung natürlich anders. Das haben Sie bei Professor Grebeler in GDI schon gehört oder werden es in den nächsten Wochen hören, im sogenannten Zweierkomplement. Das Zweierkomplement ist eine binäre Darstellung, mit der sich insbesondere negative Zahlen auf eine sehr clevere Weise abbilden lassen. Und die 0 auch die 0 ist und wir nur eine 0 haben. Ich weiß nicht genau, ob er das einer Komplement vorstellen wird, da gibt es nämlich zwei Nullen. Und das ist also, was wir sehen, ist nur eine Repräsentation für uns, mit der wir gut arbeiten können. Tatsächlich abgebildet sind die Zahlen im Zweierkomplement. Ich gehe noch einmal kurz so auf die Operationen ein, die wir vornehmen können. Also wir können eine Deklaration mit einer Zuweisung machen, das hatten wir schon gesehen, sowas wie x ist gleich 13. Wir können beliebige arithmetische Operationen vornehmen, nehmen wir mal int y ist gleich x plus 24, das ist, denke ich, offensichtlich. Da können Sie sich alle beliebigen arithmetischen Operationen vorstellen. Und was uns jetzt mal interessiert, ist x durch 3. Welchen Wert wird z annehmen, wenn wir das tun?
Also int z ist gleich x durch 3. Welchen Wert hat z jetzt? Ja? 13 durch 3 ist nicht 8, nicht mal in der Nähe von 8. Ja? 4. Genau, und nicht etwa 4.333 und so weiter. Das hängt jetzt damit zusammen, dass unser z eine Ganzzahl ist. Zum einen, und dass auf der rechten Seite auch nur ganze Zahlen stehen. Da wird eine sogenannte Ganzzahldivision durchgeführt. Alles, was Nachkommastellen sind, wird abgeschnitten. Ja? Wenn wir auf der rechten Seite einer Zuweisung ausschließlich Ganzzahlen haben, dann werden auch Ganzzahloperationen durchgeführt. Warum das wichtig ist, werden wir gleich noch sehen. Aber das merken Sie sich bitte. Der Typ einer Operation wird immer bestimmt durch die rechte Seite. Es ist also nicht so, dass der Compiler links guckt, welcher Typ muss dabei rauskommen, und dann die Berechnung, die auf der rechten Seite steht, demnach anpasst. Warum ich Ihnen das erzähle, sehen wir dann gleich noch, sondern es ist immer so, es wird die Berechnung, die auf der rechten Seite steht, betrachtet, dann wird ermittelt, welcher Typ dabei rauskommt, und dann erst überprüft der Compiler, ob auf der linken Seite etwas steht, was den korrekten Typ hat. Ja, es wird also bis auf ganz wenige und exotische Ausnahmen immer zuerst die rechte Seite ausgewertet und auf ihren Typ überprüft, und danach richtet sich, ob das kompiliert oder nicht. So, eine besondere Operation, die Sie noch kennengelernt haben, ist ja die Modulo-Operation. Z ist gleich x modulo 3. Das berechnet den Rest. Und z hat jetzt dann den Wert 1. Ja, also 13 durch 3. Gibt den Rest 1. Klammern funktionieren so, wie Sie das aus dem realen Leben schon kennen. Ich werde nachher gleich noch auf ein paar Klammerbeispiele eingehen. Also Sie können Operationen beliebig klammern. Klammern haben immer Vorrang, haben die höchste Priorität. Also ansonsten geht Punktrechnung vor Strichrechnung, das kennen Sie ja. Und die höchste Priorität haben wir immer mit Klammern. So, dann gibt es etwas, das heißt gebrochen rationale Zahlen, das kennen Sie ja. Oder auch Gleitkommazahlen nennen wir die. Warum die Gleitkommazahlen heißen, lernen Sie auch in Grundlagen der Informatik. Da gibt es zwei Typen. Der eine ist Float. Der hat 32 Bit. Und Double. Der hat 64 Bit. 64 Bit ist die Breite des Datenbusses aktueller Rechnerarchitekturen. Das heißt, das sind so die größten Datenpakete, die auf einen Hieb über den Bus übertragen werden können. Wenn man noch größere Zahlen braucht, gibt es in Java spezielle Klassen, wie zum Beispiel Big Decimal. Da lassen sich beliebig große Zahlen abbilden. Das geht dann allerdings erheblich auf die Performance, weil der Compiler dann interne Datenstrukturen verwalten muss, die eben nicht so einfach über die Hardware des Rechners geschoben werden können. So, für den Bundeshaushalt hat man ja festgestellt, dass int nicht ausreicht, möglicherweise reicht sogar long nicht aus. Und bei float ist das so, das reicht bis rund 10 hoch 38. Und bei Double reicht das bis rund 10 hoch 308. So im Großen und Ganzen. Das sind Zahlen, die man sich eh nicht vorstellen kann. Wenn ich jetzt sage, Long hat 64 Bit und ganze Zahlen, also keine Nachkommastellen, und es reicht nur bis 10 hoch 18. Wie kann es denn dann sein, dass eine Gleitkommazahl, die genauso viele Bit, nämlich 64 Bit hat,
bis 10 hoch 308 reichen kann. Was vermuten Sie, woran das liegt, wie das geht? Und die Gleitkommazahlen haben noch zusätzliche Informationen mit den Nachkommastellen. Haben Sie da eine Vermutung, wie das gehen kann? Oder anders gefragt, das kann ja nicht gehen. Was wird denn wahrscheinlich auf der Strecke bleiben? Oder möglicherweise? Ja? Genau, es bleiben ein paar Zahlen auf der Strecke. Die Gleitkommazahlen sind sehr, sehr, sehr genau im Bereich zwischen 0 und 1 und sehr ungenau, je größer sie werden. Man kann sich das so vorstellen, dass der Zahlenstrahl vielleicht so aussieht. Da tauchen also immer größere Löcher zwischen den Zahlen auf, die man mit einer Gleitkommazahl einfach nicht darstellen kann. Ja, sehr genau zwischen 0 und 1 und je größer die werden, desto mehr franzt das aus. Man kann sich das vorstellen wie so ein Finger, den man vor einem Projektor hält. Ja, je näher man den Finger dran hält, desto größer wird das Bild. Kriegen einen immer größeren Bereich, desto unschärfer wird es aber auch, desto mehr franzt es auch. So ähnlich ist das hier bei diesen Gleitkommazahlen. Das ist eine ziemlich eklige Angelegenheit. Ich werde Ihnen einmal demonstrieren, was das bedeutet. Im SVN liegt eine Klasse, die heißt Floatfinger. Und wir haben hier mal so ein paar Zahlen. Also wir haben A, B, C, D, E mit 300.1, 400.1, 200.1, 600.1 und so weiter. Und da unten drunter in Zeile 28 sehen Sie eine Berechnung. Die sieht jetzt so ein bisschen kompliziert aus. Das kann man sich aber relativ leicht auseinanderdröseln. Ja, demonstriere das mal mit der ersten Klammer. A mal B, 300 mal 400 ist so im Bereich von 120.000. Ganz genau sehen wir es hier oben, ist 120.070,01. Dann kommt C mal D, das ist 200.1 mal 600.1, ist auch wieder im Bereich von 120.000. Ganz genau ist es 120.080,01. Die Differenz zwischen den beiden beträgt genau 10. So. Wenn wir jetzt rechnen, 120.070 plus 10 minus 120.080, was ist dann die Klammer in der Mitte? 0. Ja, also dieser Teil in der Klammer müsste 0 geben. Das heißt, wenn wir dann vorne mit b multiplizieren, hinten mit d multiplizieren, bleibt der vordere Term 0. Und der hintere Term, a minus c, 300,1 minus 200,1 gibt 100 durch 10 mal 10. Durch 100, das ist 1. Also x müsste den Wert 1 annehmen. Jetzt schauen wir mal, was tatsächlich passiert. So, wenn ich das jetzt ausführe, dann kommt da raus 1876,7812. Und das liegt eben daran, dass wir mit relativ großen Zahlen rechnen, die genau diese Lücken aufweisen und dass der Wert der Klammer eben nicht 0 ist, sondern 0,0078125 und dann durch das Aufmultiplizieren mit diesen großen Werten von b und d eben dieser Fehler plötzlich sehr groß wird. Was heißt denn das für unseren Bundeshaushalt? Geldschöpfung aus dem Nichts? Also ganz praktisch, was bedeutet das jetzt direkt? Wenn wir mit Geld rechnen. Das sind jetzt auch keine großen Beträge, ja? Ja, mit Double würde jetzt derselbe Effekt auftreten, da müsste ich nur ein bisschen größere Zahlen verwenden. Ich habe jetzt Float benutzt, damit man es besser sieht. Mit Double passiert es genauso. Also was heißt das? Offensichtlich können wir Gleitkommazahlen nicht für Währung verwenden.
ein eherner Satz, den Sie sich unbedingt merken sollten. Finanzmathematische Berechnungen werden nicht mit Gleitkommazahlen durchgeführt, sondern immer mit Ganzzahlen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt sowas habe wie, sagen wir mal 300 Euro, dann würde ich hier sagen, Long-Betrag ist gleich 300. Wer weiß, mit wie vielen genauen Stellen errechnet wird finanzmathematisch? Vier genaue Stellen, also vier Stellen nach dem Komma. So, und dann hänge ich da noch 4 Nullen dran. Und habe dann plötzlich 3 Millionen, das wäre jetzt der Betrag. Tatsächlich wird intern eben immer mit diesen Long-Zahlen gerechnet und nur für die Ausgabe. Machen wir dann Betrag durch 10.000. Ja? Nur wenn wir einen Kontoauszug zum Beispiel drucken wollen oder im Online-Banking solche Daten anzeigen, dann wird diese interne Ganzzahldarstellung in eine für uns erkennbare Darstellung umgerechnet. Ja? Aber finanzmathematische Berechnungen, das Beispiel, was ich jetzt gebracht habe mit dieser Kontoführung, das ist ja noch das Kleinste, finanzmathematische Berechnungen immer mit ganzen Zahlen, niemals mit Gleitkommazahlen. Sie kommen in Teufelsküche. So, und entsprechendes gilt natürlich auch, wenn man mehr oder weniger genaue Stellen hat. Ja, aber Sie kennen das sicherlich von Ihren Kontoauszügen, die Zinsen werden immer auf 4 Stellen genau angegeben. So, bei den Gleitkommazahlen gibt es dieselben Operationen im Wesentlichen wie bei den ganzen Zahlen. Einmal ein paar Beispiele. So, Double D1 ist gleich 1,0. Ist minus 17,5. Wichtig ist, der Dezimaltrenner bei Gleitkommazahlen ist der Punkt und nicht das Komma. Das ist insbesondere dann fies, wenn Ihr Betriebssystem auf Deutsch eingestellt ist, dann erwartet nämlich die Standardeingabe, dass Sie gebrochen rationale Zahlen mit einem Dezimalkomma eingeben, weil es davon ausgeht, dass Sie Ihre Zahlen so eingeben wollen, wie das in ihrem Land üblich ist. Ja, das weiß ja jetzt erstmal nicht, dass Sie gleichzeitig auch der Entwickler oder die Entwicklerin sind und wissen, dass ein Dezimalpunkt ist. Also nicht verzweifeln, wenn Sie Double-Werte eingeben wollen über die Kommandozeile und das nicht funktioniert. Die müssen mit Komma eingegeben werden, wenn Ihr Betriebssystem auf Deutsch eingestellt ist. Das lässt sich auch irgendwie umstellen, sowohl in Eclipse als auch in der Java-Laufzeit-Umgebung. Sie werden das sehen, also müssen Sie sehen, was dann passiert. Die Ausgabe wiederum erfolgt in jedem Fall mit Dezimalpunkt. Ja, also wir geben Komma ein und kriegen Punkt ausgegeben. So, jetzt kann man Double-Zahlen noch in besonderer Form kennzeichnen. Das ist mitunter auch notwendig, wenn man Konstanten verwendet. Man kann ein kleines D dahinter schreiben. Und jetzt kommen wir zu Float. Da ist es so, da muss ein kleines F mittlerweile dahinter stehen. In einer der letzten Java-Versionen wurde das Verhalten des Compilers dahingehend geändert, dass wenn man Float will, man explizit Float-Konstanten angeben muss. Das hängt damit zusammen, dass der empfohlene Datentyp für Gleitkommazahlen Double ist und es im Prinzip auch auf den modernen Architekturen ja überhaupt nicht mehr sinnvoll ist, Float zu verwenden mit 32 Bit, weil wir 64 haben und damit auch wesentlich weniger Problematiken mit diesen Rundungsfehlern, aber sie sind trotzdem noch da.
Das heißt, wenn Sie eine Float-Konstante angeben wollen, müssen Sie immer ein F dahinter schreiben. Wir werden aber Float in der Lehrveranstaltung hier nicht verwenden. Es kann sein, dass es im Übungsblatt nochmal aus Versehen irgendwo auftaucht, dann ist aber Double gemeint. Ja, also wir verwenden einfach immer Double. So, und jetzt schauen wir uns mal einen Effekt an. Double D ist gleich 13.0. Ich werde Ihnen gleich erzählen, warum ich immer dieses 13.0 dahinter schreibe. Und dieses Punkt 0. Und dann definieren wir uns noch ein Y. Und dann sagen wir, Y ist gleich D durch 3. Welchen Wert hat Y jetzt? Sie können ruhig raten, also ist nicht schlimm, wenn Sie es nicht wissen, ja? 4,3, genau. Y ist ein Double, Sie denken dran, ja? Jetzt schreibe ich, Y ist gleich 13 durch 3. Welchen Wert hat Y jetzt? Ja? 4? Warum? Genau, wir machen auf der rechten Seite eine Ganzzahldivision. Der Compiler guckt zuerst rechts. Was steht rechts? Welchen Typ hat das, was rechts steht? Rechts stehen zwei Integerzahlen. 13 und 3. Und deswegen wird eine Ganzzahldivision durchgeführt. Da bin ich ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Also die Frage war, ob das auch passiert, wenn im D ein 13 ohne 0 drin steckt. Weiß ich nicht genau, aber wir können es ja ausprobieren, oder? Nee, da wird tatsächlich bemerkt der Compiler, dass der Typ der ersten Variablen Z in dem Fall bzw. D im schriftlichen Beispiel offenbar Double ist und macht es korrekt. Wäre ja auch Quatsch gewesen, weil der sich ja nicht mehr, der hat ja nur den Zugriff auf die Speicherstelle und merkt sich ja nicht, wie es im Programm ursprünglich mal gestanden hat. Das wird ja alles wegoptimiert vom Compiler. So, und wenn wir jetzt 13.0 durch 3 teilen, ja, dann ist offensichtlich, dass auf der rechten Seite eine Doppelzahl steht, wenigstens eine, und dann ist es wieder 4,3, was rauskommt. Ja, also das merken Sie sich bitte, wenn rechts keine Doppelzahl steht, wird auch rechts nicht mit Double gerechnet, selbst wenn links die Zuweisung an eine Double-Variable erfolgt. Ja, das ist so ein böser Fallstrick. Und deswegen empfiehlt es sich, egal ob wir das jetzt bei einer Deklaration machen oder irgendwo als Konstante im Quellcode haben, immer Punkt 0 zu schreiben. Ja, man sollte nicht dieselbe Sorte von Dingen einmal so aufschreiben und einmal anders aufschreiben. Das hat keinen Sinn, das ist Quatsch. Also man sollte sich das angewöhnen, es immer mit Punkt zu schreiben und dann solche Fehler eben zu vermeiden. In dem Fall würde man sogar noch besser schreiben, 13.0 durch 3.0. Das wäre jetzt sogar noch sinnvoller. Aber das war jetzt ja nur zur Demonstration.
Gut, es gibt etwas, das ist Ihnen jetzt möglicherweise gar nicht aufgefallen, es gibt etwas, das nennt sich eine explizite Typumwandlung. Wir können ja sowas machen wie int x ist gleich 42. Und dann kann ich ja sagen, double d ist gleich x. Welchen Wert hat d jetzt? Ja. 42,0 beziehungsweise 42. Es gibt also eine Kompatibilität zwischen Gleitkomma-Typen und Ganzzahltypen. Ich kann also eine Ganzzahl, den Wert einer Ganzzahlvariablen immer einer Gleitkomma-Variablen zuweisen, weil dabei kein Informationsverlust zu befürchten ist. Wenn wir mit sehr großen Zahlen hantieren, besteht dieser Informationsverlust wahrscheinlich trotzdem, dadurch, dass auch manche ganze Zahlen ja auf dem im Wertebereich der Gleitkommazahlen nicht auftauchen. Aber das ist mal bei dieser Angelegenheit außen vor. Hier geht es tatsächlich darum, ob die Typen prinzipiell kompatibel sind. Also man kann eine Ganzzahl einer Gleitkommazahl immer zuweisen. Jetzt machen wir ein zweites Beispiel. Double D ist gleich 42,0. Und int x ist gleich d. Was vermuten Sie, was jetzt passiert? Was wird jetzt hier geschehen? Ja? Genau, das ist das, was man erstmal annimmt. Tatsächlich lässt es der Compiler aber nicht zu. Aber die Annahme ist absolut valide. Also die Annahme zu sagen, die Kommastellen werden abgeschnitten, die ist valide. Aber der Compiler wird das nicht zulassen, sondern wird eine Typinkompatibilität bemängeln. Und das ist deswegen so, weil es hier grundsätzlich zu einem Informationsverlust kommen kann. Wir können jetzt sehen, dass die 42 eine ganze Zahl ist und dass die Zuweisung eigentlich zulässig sein könnte. Das kann der Compiler in dem Fall auch erkennen. Aber wenn statt der 42 dort eine komplizierte Berechnung stehen würde, könnte der Compiler das schon nicht mehr nachvollziehen. Ja, zur Compilezeit würde ja das Programm nicht mit allen möglichen fiktiven Eingabedaten ausgeführt. Und deswegen geht er auf Nummer sicher und bemängelt das, weil das auch ein Designfehler ist. Also das ist ein Fehler im Software-Design. Ja, sowas macht man nicht. Wenn man das trotzdem tun will, kann man den Typ explizit umwandeln. Das nennt sich explizite Typumwandlung oder Typecast. Dann würden wir sagen, Double D ist gleich 42,0 und int x ist gleich, und jetzt schreiben wir in Klammern den Typ davor, den wir erzwingen wollen, int und dann das D dahinter. Das hier nennt man den Cast-Operator. Was macht das? Der Compiler bemerkt, dass die Typumwandlung nicht zulässig ist. Dass er eigentlich eine Gleitkommazahl einer Ganzzahl nicht zuweisen darf. Mit diesem Cast-Operator zwingen wir ihn aber, es trotzdem zu tun. Ich ändere mal das Beispiel, nämlich 42,0. Sondern 42,5. Mit diesem Cast-Operator zwingen wir ihn aber, es trotzdem zu tun. Dann sagt er,
ja, okay, wenn du denkst, dass du schlauer bist als ich, dann mach doch. Und er wird die Zuweisung vornehmen. Und was wird, welchen Wert wird x annehmen? Ja? 42, genau. Die Nachkommastellen werden abgeschnitten. Das kann man mal grundsätzlich mit allen Typen machen. Man kann also mal prinzipiell einen expliziten Typcast für alle Kombinationen von Typen aufschreiben. Das ist aber nicht immer sinnvoll. Wenn wir jetzt auf der rechten Seite eine Zeichenkette hätten und würden versuchen, die einer Ganzzahl zuzuweisen, selbst wenn in dieser Zeichenkette eine Zahl drin stehen würde, da würde der Compiler das akzeptieren, aber zur Laufzeit würde es knallen. Ja, dann stürzt das Programm zur Laufzeit ab. Wir verschieben also die Fehlerbehandlung gegebenenfalls in die Laufzeit. Da muss man also ein bisschen vorsichtig sein. Typcast sollte man nur machen, wenn man genau weiß, was man tut. Bei primitiven Typen ist das hier eigentlich der oder einer von zwei sinnvollen Anwendungsfällen, den anderen werden wir nachher gleich noch sehen. Und bei objektorientierten, also wenn wir mit Objekten zu tun haben, ist es sehr häufig nötig, Typcasts zu machen, oder nicht sehr häufig, aber ist schon gelegentlich nötig, Typcasts durchzuführen. So, jetzt haben wir so ein paar Berechnungen gesehen. Wir wollen natürlich nicht nur mit Grundrechenarten arbeiten. Und dafür gibt es eine Klasse, also für alles, was über Grundrechenarten hinausgeht, die nennt sich Math. Die ist Bestandteil der Java-Programmierumgebung oder der Java-Programmierschnittstelle. Die enthält ausschließlich statische Methoden. Die hat also mit Objektorientierung nichts zu tun, sondern es geht eigentlich hierbei ausschließlich darum, Methoden zu sammeln, die bestimmte mathematische Operationen abbilden können. Sinus, Cosinus, Tangens, Wurzel und so weiter. Ich gebe mal ein paar Beispiele. Sagen wir mal 4,0. Ja, hätte man jetzt noch. Also Double X ist gleich 4,0. Double Y ist gleich 3,0. Und Double Z ist gleich math.pow x, y. Was wird da jetzt gerechnet? Z hat danach den Wert x hoch y. Also wir rechnen jetzt 4 hoch 3. Pow für Power, die Abkürzung. Ja, das werden Sie immer mal benötigen. Fürs Quadrieren lohnt sich das nicht, da macht man einfach x mal x. Aber für, man kann ja auch gebrochene Exponenten oder eine gebrochene Basis haben. Dafür verwendet man dieses Pow. Und noch eine zweite Sache, die wichtig ist, wäre math.sqrt von x. Berechnet die sogenannte Quadratwurzel oder das Square Root, also die Wurzel von x. Und dann gibt es noch was, was Sie allerdings selbst relativ einfach abbilden könnten mit einer bedingten Anweisung. Sowas wie math.min x, y berechnet dann halt das Minimum. Oder liefert das Minimum zurück. Da gibt es eine Vielzahl von Funktionen in dieser Klasse. Schauen Sie sich das mal in der API an, was es da so alles gibt, dass Sie so ein Gefühl dafür bekommen, was man alles nicht selbst implementieren muss, um ein bisschen zu rechnen. Weiterer Typ sind Zeichenketten. Haben wir auch schon so ein bisschen gesehen. Oder Strings. Der Datentyp heißt String, das wissen Sie auch schon. Und die Zuweisungen funktionieren hier genauso, wie wir das von den anderen primitiven Typen schon kennen.
Also Stringname ist gleich Meier. Und Meier in Anführungszeichen, damit ist klar, dass der Inhalt einfach so in den Speicher geschoben werden soll. Strings sind eigentlich Objekte, werden aber, weil sie so wichtig sind, in allen Programmiersprachen wichtig sind, auch in Java wichtig sind, werden sie in Java wie primitive Typen behandelt. Das erleichtert so ein paar Sachen. Wir werden gleich eine Ausnahme sehen, wo das nicht so ist und die man in jedem Fall beachten muss. Jetzt kann man noch sowas machen wie einen Text definieren, also String-Text ist gleich, und jetzt schreibe ich hier mal, die Sonne scheint. Und dann schreibe ich noch so Backslash N hinter das scheint. Wer weiß, was das bedeutet? Backslash N, ja? Genau, das ist ein Zeilenumbruch. Also Backslash N identifiziert Java als einen Zeilenumbruch und wechselt dann mit der nächsten Ausgabe, die kommt, auf die nächste Zeile. Das steht für Newline. Und das ist Java-spezifisch in allen Plattformen gleich. Warum sage ich das? Wenn Sie unter Windows schon mal im Editor eine Textdatei geöffnet haben, die unter Linux oder einem Unix-Betriebssystem erstellt wurde, dann haben Sie vielleicht gesehen, dass das alles in einer Zeile steht. Das hängt jetzt damit zusammen, dass unter Windows der Zeilenumbruch nicht Backslash N ist, wie unter Unix, sondern Backslash R, Backslash N. RN. Was ist das R? Das kommt aus der Zeit, als es noch mechanische Schreibmaschinen gab. Vielleicht haben Sie es schon mal gesehen. Da ist oben so ein großer Hebel dran. Und wenn man auf die nächste Zeile wechseln will, schiebt man diesen Hebel ganz nach links und fährt sozusagen den Wagen zurück. Das ist der Wagenrücklauf. Carriage Return. Und dann erfolgt als nächstes der Zeilenumbruch. Das heißt, wenn Sie einen Windows-Rechner haben, ist das im Prinzip eine mechanische Schreibmaschine. Ja? Sie hatten eine Frage? Okay. Es gibt die Möglichkeit, Zeichenketten in Java mit dem Plus-Operator zu verketten. Also man kann sowas machen. Anführungszeichen Alpha plus Anführungszeichen Romeo ergibt dann Alpha Romeo. Ja, wenn wir jetzt dazu noch sowas machen würden, wir haben da oben diesen Text. Text ist gleich Text plus hell. Dann würden wir als Ausgabe, wenn wir das dann ausgeben sehen, die Sonne scheint, Umbruch, Leerzeichen hell. Was heißt dieses komische halbe Rechteck? Das ist ein explizit angegebenes Leerzeichen. Das gibt es auf der Tastatur nicht und das wird auch nicht ausgegeben. Das schreibe ich nur manchmal, wenn ich explizit darauf hinweisen will, dass dort ein Leerzeichen steht. Ja, das ist nur so ein Hilfsmittel, damit Sie sehen, was ich schreibe. Das ist in der Literatur auch verbreitet. Also wenn Sie dieses Zeichen sehen, heißt es einfach nur, da kommt ein Leerzeichen. Zeichenketten werden ausgewertet von links nach rechts. Operationen werden von links nach rechts ausgewertet. Das ist bei Zeichenketten nicht anders. Wenn wir also sowas schreiben wie Anführungszeichen Hallo und dann dahinter plus 3, plus 7. Was ist dann die Zeichenkette, die dabei rauskommt? Ja? Es wird von links nach rechts ausgewertet. Ja? Hallo? Aber da fehlt noch was? Ja? Hallo 37. Genau. Also wir sind uns einig darüber, dass in dem Fall Hallo kommt. Und dann wird als erstes das erste Plus ausgewertet. Ja? Dieses. Das heißt, da wird hinten dran angekettet eine 3. Und dann wird das zweite ausgewertet. Dann haben wir links eine Zeichenkette, rechts eine Zahl. Dann wird die 7 angekettet. Wenn wir jetzt das Hallo 10 haben wollten, was Sie
gesagt haben, müssten wir es anders schreiben. Dann müssten wir schreiben, Anführungszeichen, hallo. Und dann plus, Klammer auf, 3 plus 7. Klammern binden stärker als alle anderen Operatoren. Und dann kommt tatsächlich raus, hallo 10. Über die Operatoren, die Vergleichsoperationen, hatte ich ja schon geschrieben. Hatte ich ja in der letzten Woche schon berichtet und hatte auch im Skript einiges dazu geschrieben. Wir haben ja diese beiden Vergleichsoperatoren, die auch für Zeichenketten relevant sein könnten. Also ob wir Zeichenketten auf Gleichheit oder auf Ungleichheit prüfen. Jetzt ist es so, in Java sind Strings ja Objekte. Und für Objekte sind diese beiden Operatoren anders definiert, als das intuitiv erscheint. Objekte liegen irgendwo im Speicher, das werden wir alles später noch sehen. Und die Variable, die wir in der Hand haben, ist nur ein Verweis auf diesen Speicherplatz. Das heißt, es ist eine 64-Bit breite Zahl, eine Adresse nennt sich das. Und dieser Vergleichsoperator, der macht das schon alles richtig. Der vergleicht, wenn wir zwei Objekte haben, deren Adresse oder deren Adressen. Und wenn die Adressen gleich sind, geht er davon aus, dass das Objekt gleich ist. Das ist aber nicht das, was wir eigentlich mit Zeichenketten machen wollen. Oft funktioniert das. Das hängt damit zusammen, dass der Compiler eine bestimmte Optimierung vornimmt. Aber manchmal funktioniert das nicht. Ich möchte Ihnen mal ein Beispiel zeigen. Ich habe hier eine Klasse, die heißt Stringvergleich. Und was wir da jetzt sehen ist, wir haben oben einen String A, dem weisen wir den Wert Java zu, und einen String B, dem weisen wir auch den Wert Java zu. Und dann mache ich System.out.println A gleich gleich B und schreibe dahinter Plus und dann in Klammern A gleich gleich B. Da sehen Sie jetzt verschiedene Dinge. Da sehen Sie erstens, ich kann einen boolischen Ausdruck auch einfach so aufschreiben und nicht nur in der Bedingung. Ja, ich kann jetzt also schreiben A gleich gleich B irgendwo im Quelltext und da kommt ein Boolean-Wert raus. Und der Plus-Operator, der kann natürlich eine Zeichenkette und einen Boolean-Wert miteinander verknüpfen. Der gibt für True True aus und für False gibt er False aus. Da steht dann wirklich das Wort True und False da. Ja, das habe ich jetzt einfach mal kombiniert, damit Sie das sehen. Dann haben wir zwei weitere Zeichenketten, die legen wir mal anders an. Die legen wir so an, wie Sie das vom Scanner schon kennen und wie Objekte standardmäßig angelegt werden. Bei Strings müssen wir das nicht, um das jetzt mal zu demonstrieren, tue ich das trotzdem. Und hier werden jetzt C und D als zwei verschiedene Objekte angelegt. Die liegen an unterschiedlichen Stellen im Speicher. Und da werden wir jetzt sehen, wenn wir die mit gleich vergleichen, also mit ist gleich, wird false rauskommen. Das hängt damit zusammen, dass die beiden Objekte an unterschiedlichen Stellen im Speicher liegen und deswegen unterschiedliche Adressen haben. Und daran sehen wir, dass eigentlich die Adressen verglichen werden und nicht die Texte. Was tatsächlich funktionieren würde, wäre die nächste Zeile, was wir in Zeile 24 dann sehen. Verwendung der Funktion oder Methode equals. Das ist die probate Methode, um zwei Zeichenketten miteinander zu vergleichen. Ich nehme den Namen der ersten Zeichenkette, Punkt equals, und in Klammern den Namen oder den Wert der zweiten. Das sehen Sie unten in der nächsten Zeile dann. Das liefert einen Boolean-Wert zurück, entweder true oder false. Also statt C gleich gleich D schreiben Sie C Punkt equals, Klammer auf, D Klammer zu. Ist genau dasselbe, nur dass es das Richtige tut. Ich führe das einmal aus. Und dann sehen Sie tatsächlich, dass da jetzt true, false und true rauskommt. Und wer jetzt aufmerksam mitgedacht hat, müsste jetzt eigentlich eine Frage stellen. Nach dem, was ich gerade erzählt habe, dürfte das eigentlich nicht so genau funktionieren, wie es jetzt hier ausgegeben wird. Ich hatte gesagt, zwei verschiedene Objekte liefern, wenn sie mit gleich gleich verglichen werden, selbst wenn sie denselben Text enthalten, den Rückgabewert false. Was sind denn A und B? So von der Intuition her.
Nee, das sind schon Texte. Aber das, also die Intuition würde ja jetzt sagen, A und B sind zwei verschiedene Objekte. Weil ich ja jetzt zwei Zeichenketten anlege. Der Compiler nimmt aber eine Optimierung vor. Strings haben eine besondere Eigenschaft in Java, die sind immutable, die sind unveränderlich. Wenn wir eine Zeichenkette in unserem Quellcode verändern, also wenn wir da was anketten, zum Beispiel mit Plus, dann ist es nicht etwa so, dass in dem Speicher, wo das steht, da hinten ein neues Zeichen angefügt wird, sondern es wird eine neue Zeichenkette angelegt im Speicher und dort wird das Ergebnis dieser Verkettung hinkopiert. Das hängt damit zusammen, wie die Speicherverwaltung aufgebaut ist. Die Variablen stehen üblicherweise direkt hintereinander im Speicher. Und wenn sich die Länge einer Zeichenkette ändern könnte, würden ja nachfolgende Speicherbereiche überschrieben werden. Das heißt, Strings werden immer neu angelegt bei jeder Veränderung. Und darüber führt der Compiler Buch bzw. die Laufzeitumgebung und belegt Strings, die nicht explizit als getrennte Objekte angelegt wurden, wenn sie textlich gleich sind, in denselben Speicherbereich. Ja, der optimiert also den Speicher an dieser Stelle. Und deswegen funktioniert der erste Vergleich mit dem Gleichheitszeichen. Und das ist ein ziemlicher Pferdfuß, weil es eben in 10 Fällen funktioniert und im 11. nicht mehr. Und da holt man sich perspektivisch halt große Probleme ins Haus. Deswegen Zeichenkettenvergleiche, auch wenn es ab und zu mal funktioniert, nicht mit den Vergleichsoperatoren, sondern mit Equals. Das ist heute die Take-Home-Message. Das bedeutet aber nicht, dass wir jetzt schon fertig sind. So, dann wollen wir uns mal noch anschauen, wie Zeichenketten ausgegeben werden. Da habe ich ja auch mal noch so ein Beispiel. Es gibt verschiedene Befehle, um Zeichenketten auszugeben. System.out kennt sich schon, wir schreiben im Rahmen dieser Lehrveranstaltung einfach mal immer auf die Standardausgabe. Also was anderes tun wir in diesem Semester jetzt nicht, was Ausgabe betrifft. Also System.out und dann gibt es println. Dieses ln steht für line, das macht einen Umbruch. Also es wird zuerst der Text ausgegeben und danach erfolgt ein Zeilenumbruch. Ohne Umbruch, wenn wir also mehrere Ausgaben hintereinander in dieselbe Zeile schreiben wollen und das vielleicht in einem etwas längeren Verfahren tun, mit print, da erfolgt kein Zeilenumbruch. Dann gibt es die Möglichkeit, den Zeilenumbruch explizit zu machen mit backslash n, das hatte ich Ihnen schon gezeigt. Ich würde an Ihrer Stelle jedoch immer mit println arbeiten, wenn das möglich ist. Manchmal ist das nicht möglich, wenn man so eine Zeichenkette kompliziert zusammenbaut, da muss man den Umbruch dann explizit da einbauen. Und dann gibt es noch die Möglichkeit, einen Umbruch ohne eine sonstige Ausgabe zu machen. Also wenn man einfach eine Leerzeile einfügen will oder einen expliziten Umbruch erzwingen will, schreibt man einfach println ohne Argument, also ohne Parameter, dann wird einfach nur ein Zeilenumbruch gemacht. So, und dann gibt es noch was, das nennt sich printf. Das ist formatierte Ausgabe. Damit kann man im Prinzip beliebige Informationen mit einer beliebigen Formatierung ausgeben. Also zum Beispiel Tabellen kann man damit gut bauen. Rechtsbündig, linksbündig, feste Abstände, Tabulatoren, alles Mögliche. Was macht man dazu? Man gibt mehrere Parameter an. Der erste ist ein sogenannter Formatstring, der kennzeichnet, wie das, was in den weiteren Parametern kommt, also jedes dieser Elemente, die da in Klammern stehen und Komma getrennt sind, in einem Parameter, wie jeder weitere Parameter zu formatieren ist. Hier ist jetzt ein ganz einfacher Formatstring, da steht jetzt %10s und dann noch ein Backslash n, da gehe ich gleich drauf noch ein. Dieses %10s bedeutet, Prozent kennzeichnet, jetzt kommt so ein Format, so eine Formatinformation. Die 10 bedeutet, das soll 10 Zeichen lang sein und das s bedeutet, es ist ein String, was da ausgegeben wird.
Was bedeutet das für den zweiten Parameter? Für den zweiten Parameter bedeutet das, das muss eine Zeichenkette sein, weil der Formatstring jetzt eine Zeichenkette erwartet. Und der zweite Parameter ist in dem Fall auch eine Zeichenkette, da steht nämlich Hallo. Was heißt dieses Backslash N? In diesem Formatstring können neben den Formatinformationen, da werde ich gleich noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen, neben den Formatinformationen auch noch sonstige Zeichenkettenbestandteile stehen. Die werden einfach mit ausgegeben. Der Compiler erkennt also, wann so eine Formatinformation beendet ist und wann wieder eine anfängt. Das ist immer das Prozentzeichen, da fängt die immer an. Und wenn da noch irgendwas dazwischen kommt, dann nimmt er an, okay, das ist halt irgendwelche Informationen, die damit ausgegeben werden sollen, woher auch immer die kommt. Oder was auch immer die zu bedeuten hat, das interessiert ihn nicht, die schreibt er einfach mit raus. Man kann so einen Formatstring auch dynamisch zusammenbauen. Ja, also man kann den mit dem Plus-Operator auch zusammenketten, das geht. So, das schauen wir uns jetzt mal an. Sie werden sehen, dass da noch ein bisschen mehr ausgegeben wird. Das interessiert uns jetzt aber mal nicht. Schauen Sie mal hier auf die Stelle, wo Hallo Welt steht. Was haben wir da jetzt gemacht? Wir haben also gesagt, Prozent 10, es kommen oder reserviere für das, was im nächsten Parameter kommt, 10 Zeichen. Das hat er tatsächlich getan. Interpretiert es als Zeichenkette, hat er auch getan. Und gibt dann die Information aus. Das heißt, von hier vorne bis da hinten sind es 10 Zeichen. Und das Ganze wird dann rechtsbündig ausgegeben. Ja, also es wird vorn aufgeführt. Wenn wir linksbündig ausgeben wollen, müssen wir ein Minus vor die 10 schreiben. Dann wird linksbündig geschrieben. Warum ist das so? Häufig verwendet man solche Ausgaben für so Zahlenreihen, Zahlentabellen, Kontoauszüge, solches Zeug. Ja? Und dort muss man ganz oft rechtsbündig ausgeben. Und deswegen kennzeichnet sozusagen die Anzahl der Zeichen, die für diesen Parameter reserviert werden sollen. Und das, was der Parameter selber nicht an Zeichen enthält, wird mit Leerzeichen aufgefüllt, bis diese Zahl erreicht ist. So, jetzt habe ich mal noch ein etwas komplizierteres Beispiel. Das ist das, was da drunter steht. Da steht jetzt Prozent minus 10s, Betrag Doppelpunkt. Dann kommt Prozent 7.2f und dann ID Doppelpunkt. Dann kommt Prozent 4d und ein Umbruch und dann kommt Meier 34,5. Und 22, was auch immer diese Informationen bedeuten, ist jetzt mal egal. Das erste hier, dieses Prozent 10s, sagt, nimm 10 Zeichen für eine Zeichenkette, für den ersten Parameter und mach das Ganze linksbündig. Füll also hinter der Ausgabe bis auf 10 Zeichen auf. Sie sehen jetzt in der Reihenfolge, wie diese Prozentangaben kommen. In der Reihenfolge werden später auch die einzelnen Parameter Meier 34,5 und 22 ausgegeben. Hier unten haben wir in der Konsole die Ausgabe. Ja, Meier, Betrag Doppelpunkt 34,57, ID Doppelpunkt 22. Jetzt steht als Parameter nicht 34,57, sondern 34,5668. Wenn wir Gleitkommazahlen ausgeben, geben wir die mit dem Code F aus, also Prozent F. Und dazwischen können wir noch angeben eine Größe und eine Präzision. Die erste Zahl vor dem Punkt sagt, wie viele Zeichen insgesamt. Die zweite Zahl nach dem Punkt sagt, wie viele Nachkommastellen. Also es ist nicht Anzahl der Stellen vor dem Komma und Anzahl der Nachkommastellen, sondern Anzahl gesamt und Nachkommastellen. So, und da sagen wir jetzt halt, wir reserviere sieben Zeichen und nimm davon zwei als Nachkommastelle und als kleinen Service rundet er dabei noch bei der Ausgabe. Kaufmännisch. Und jetzt sehen wir, ich muss mich revidieren. Ich hatte vorhin gesagt, die Ausgabe erfolgt mit Dezimalpunkt. Das stimmt offenbar nicht. Mein Betriebssystem ist auf Deutsch eingestellt und es wird Dezimalkomma ausgegeben. Obwohl hier oben im Quelltext ein Dezimalpunkt steht. Ja? So,
Und so erfolgt dann diese Ausgabe. Ich habe oben drüber noch ein bisschen die Formatstrings aufgeschrieben, also $D, $F, $S und $C, Prozent, D, F, S und C, was die bedeuten. D ist eine ganze Zahl, Float ist ein Float oder ein Double, S ist ein String, wenn wir eine negative Zahl angeben, wird es linksbündig und C ist ein Character. Was ein Character ist, werden wir dann auch gleich noch sehen. Die komplette Dokumentation zu Formatstrings finden Sie in der API von java.util.formatter. Da ist ein länglicher Text drin, wo beschrieben ist, wie diese Formatstrings aufgebaut sein können. So. Die allgemeine Form eines solchen Formatstrings gebe ich einmal an. Hier ist also am Anfang immer ein Prozentzeichen. Dann kommen Flags. Damit lassen sich bestimmte Eigenschaften steuern. Dann kommt die Breite. Wie viele Zeichen soll das einnehmen? Damit lassen sich schöne Tabellen bauen. Dann kommt Punkt und die Präzision. Dann kommt die Größe. Und dann kommt die Typangabe. Was heißen jetzt die eckigen Klammern? Das werden Sie wahrscheinlich öfter nochmal sehen, wenn Sie sich mit Sprachen beschäftigen, was in eckigen Klammern steht. Das kommt auch von den regulären Ausdrücken. Ist optional. Das alles, was in eckigen Klammern jetzt hier steht, kann weggelassen werden. Wichtig ist also nur, oder zwingend ist nur das Prozentzeichen und das Typkürzel. Das Typkürzel, hatte ich gerade gesagt, gibt sowas wie S, D, C und F. Da gibt es noch ein paar mehr. B ist für Boolean zum Beispiel. Und mit den anderen Informationen lassen sich bestimmte Layout-Eigenschaften steuern. Wie gesagt, genutzt wird es hauptsächlich, um so Tabellen auszugeben. So, dann kommen wir zum letzten Typ für heute, das sind die sogenannten Zeichen. Zeichen ist der Datentyp Char für Character. Das sind einzelne Zeichen. Die werden mit einfachen Anführungsstrichen gekennzeichnet. In Java wird 16-Bit Unicode verwendet, das merken wir aber nicht unbedingt immer, weil wir häufig nur mit den Werten zu tun haben, die in der ASCII-Tabelle stehen. ASCII-Tabelle haben Sie in Grundlagen der Informatik schon gehört? Alle schon auswendig gelernt? Also ein paar Werte sollte man wissen. Ja, die 97 ist das kleine a, 65 das große a, 32 das Leerzeichen, 48 die 0. Die sollte man schon kennen. Da lässt sich eine ganze Menge mit anfangen, wenn man die vier Codes weiß. So, Char ist ein Ganzzahltyp. In einem Character werden Ganzzahlen abgelegt. Das ist ganz wichtig. Da wird also nicht irgendein Zeichen drin abgelegt, sondern es wird der Unicode drin abgelegt. Für unsere Zwecke reicht es üblicherweise, die Werte aus der ASCII-Tabelle zu verwenden, weil wir mit Unicode wenig zu tun haben werden in der Veranstaltung oder eigentlich gar nichts. Das heißt, da drin steht eine Zahl. Man kann also mit Characters auch rechnen. Wenn ich also zwei Character addiere, werden nicht etwa die Zeichen zusammen, also nicht etwa die Zeichen verkettet und es kommt ein String bei raus, sondern es werden die beiden Werte addiert. Ja, die beiden ASCII-Werte. Wenn ich sowas mache, int x ist gleich c, werden Sie jetzt sagen, ja, müsste ja der Compiler meckern. Nee, tut er nicht. Der weist in x den ASCII-Code zu. In dem Fall die 97. Ja, das zieht so ein paar Besonderheiten nach sich. Oder so ein paar, möglicherweise ein paar Überraschungen.
Ja, das wollen wir uns jetzt mal noch anschauen. Ich hatte das hier in dem Programm String-Ausgabe schon mit drin. Ausgabe von Zeichen da unten, da sehen wir das nochmal. Ja? Character C ist gleich A in Anführungszeichen. Und dann System-Out-Printeln C, da wird hier tatsächlich dieses A ausgegeben. Und jetzt sehen wir die zweite sinnvolle Anwendung von Typcasts für primitive Typen. Wenn ich nämlich ein Zeichen in seinen ASCII-Code umwandeln will, dann kann ich das auch mit einer expliziten Typumwandlung machen, indem ich davor schreibe in Klammern int. Ja? Dann wird auch die 97 ausgegeben. Und dann sehen wir nochmal, was ich Ihnen jetzt gerade schon aufgeschrieben hatte, int x ist gleich c, und dann geben wir das x aus, dann kommt auch wieder die 97 raus, das ist der ASCII-Code. Ja, so viel zu den Zeichen. Jetzt noch ein kurzer Ausflug in die Klasse Scanner. Wenn wir Daten einlesen wollen, dann haben Sie ja gesehen, dass wir das für Ganzzahlen mit Next Int machen können. Tatsächlich kann der Scanner noch viel mehr. Der kann nämlich nicht nur Ganzzahlen einlesen, sondern der kann auch Doubles einlesen. Mit total überraschend Next Double. Man kann den Scanner fragen, ob er noch weitere Werte hat, die wir entgegennehmen können. Mit hasNextDouble. Warum ist das so? Man muss, wenn man an der in der Konsole was eingibt, nicht zwingend nach jeder Eingabe einen Umbruch machen, sondern man könnte jetzt zum Beispiel, wenn da steht, bitte zahlen, Doppelpunkt, also es wurde sowas ausgegeben, dann könnte man jetzt auch sagen, ich muss zum Beispiel 5 Zahlen eingeben, dann gebe ich ein 3, 7, 9, 42, minus 6. Einfach mit Leerzeichen getrennt. Und drück erst danach die Enter-Taste. Und dann kann ich nach und nach mit NextInt oder mit NextDouble meinetwegen diese 5 eingegebenen Zahlen aus dem Scanner rauspuppeln. Ja, die stecken da drin, die werden von dem gepuffert, solange bis jemand die haben will und danach fragt. Und deswegen kann es sinnvoll sein, mit hasNextDouble diesen Scanner zu fragen, ob er denn überhaupt noch Zahlen hat. Ja, das werden wir dann später nochmal sehen, wenn wir über Schleifen reden. Lies so lange Zahlen ein, wie welche verfügbar sind, und addier die auf oder sowas. Ja. Man kann den Scanner also auch nach sowas fragen. Wir können Zeichenketten einlesen. Mit Next. Next liest ein bis zum nächsten Whitespace. Was ist Whitespace? Whitespace ist irgendwas, was weiße Fläche macht. Oder schwarze Fläche, wenn Sie eine schwarze Konsole verwenden. Heißt trotzdem Whitespace. Also, das ist ein Space, ein Leerzeichen. Oder ein Tabulatorzeichen. Oder ein Zeilenumbruch. Das ist alles Whitespace. Also, bis dahin liest Next. Wenn wir uns das Beispiel jetzt oben drüber nochmal anschauen, die 5 Zahlen, die ich mit Leerzeichen getrennt eingegeben habe, das könnten ja auch Texte sein, die ich mit Leerzeichen getrennt eingegeben habe. Dann würde Next die einen nach dem anderen lesen. Dazu gibt's Next Line. Das liest tatsächlich bis zum nächsten Umbruch ein. Also wenn man eine ganze Zeile einlesen will, lesen wir mit Next Line bis zum nächsten Umbruch. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Sie werden das in den Übungsaufgaben benötigen. Die Übungsblätter liegen wieder da vorne. Nehmen Sie sich eins mit. Wichtig ist dabei noch, oder interessant ist dabei noch, es gibt keine vernünftige Eingabemethode für Character. Man kann Character leider mit dem Scanner nicht einzeln einlesen vernünftig. Da muss man sich mit Zeichenketten irgendwas einfallen lassen, also muss man Zeichenketten einlesen und die dann irgendwie auseinanderpuppeln. Aber das finden Sie sicherlich raus, wenn Sie in der Java API mal nachschauen. Das ist also mein Rat. Schauen Sie sich mal diese Klassen, mit denen wir jetzt so ein bisschen zu tun haben werden, mit Math und Scanner und System. Schauen Sie sich mal in der Java API an, was die so können, was die für
Funktionen haben, was da so alles drinsteckt, dass sie da die Möglichkeiten erkennen. So, das war von meiner Seite alles. Dort liegen die Übungsblätter. Seien Sie fleißig, kommen Sie nächste Woche wieder.